aus. Ich glaube, viele Menschen möchten gerne und können nicht. Sie meinen, es ist alles so technisch geworden. Auch Jogging ist ein technisches Training für den Körper. Es ist alles ein Business geworden. Und Happiness ist im Prinzip auch eine Technik. Happiness ist eine Technik. Der Lustapparat des Konsums. Ja, denn wenn die Amerikaner Happiness meinen, meinen sie eigentlich fast immer Konsum. Meinen Sie Konsum, ja, aber Sie meinen auch die Fähigkeit, zum Psychotherapeuten zu laufen, ja, und sich entweder was einspritzen oder etwas in die Ohren einflößen zu lassen, welches Sie dann glücklich macht. Die Anzahl von Selbstmorden steigt die ganze Zeit. Die Drogensucht ist natürlich ein furchtbares Symptom für eine Erschütterung von einer Form, die ich gar nicht beschreiben kann. Ich bin so weit weg davon, obwohl sie um die Ecke bei mir natürlich sichtbar ist. In so einer glücklichen Stadt wie Zürich, die so schön ist und alles, was hässlich ist, verbirgt da in der Altstadt, wo ich es nicht zu sehen bekomme oder so, ist es nicht so offenkundig wie New York, wo die Obdachlosen wirklich an allen Ecken auf den Straßen liegen und im Winter auf Schnee und Eis liegen. Ich meine, es ist unglaublich. 50.000 Obdachlose in New York. Und alles das macht mich viel, natürlich frage ich mich oft, sind das Reaktionen eines alten Mannes? Wenn man alt wird, wird man ein Nörgler, das steht schon in allen Büchern drin und das hat auch der Nestroy unter Karl Kraus als Nörgler sehr komisch verwendet in verschiedenen dramatischen Situationen. Aber ich glaube, Sie waren immer so. Ich war nicht ein Nörgler, war ich, ja, vielleicht schon. Also zumindest ein Pessimist, ein arger Pessimist. Ein Pessimist, ja, aber ein heiterer Pessimist, in dem Sinne, dass ich absolut nicht herumgehe und Wehgeschreiner rufe auf der Straße. Ich schildere das, was mir erscheint, in der Form, die ich treffe und finde vielleicht bei einem 100% der Menschen, die es in die Hand bekommt, eine gewisse Ansprache und ein gewisses Verständnis. Ich erwarte auch nicht mehr. Ich würde sagen, dass ich wirklich als in meiner Eigenschaft, ich habe mich ja schon vorgestellt als Amateur, in meiner Eigenschaft als Amateur gar nicht erwarte den Perfektionismus, der jetzt schon wieder auch etwas ist, das gilt wieder mehr für Virtuosen und so weiter, der einem Schubert oder Beethoven wie ein Wahnsinn vorgekommen wäre. Diese Präzision, mit der jetzt die Konkurrenten beim Tschaikowski-Wettbewerb oder so spielen, hätte ja eine Mozart mit Schrecken erfüllt. Ich glaube, nichts soll so perfekt sein wie das. Und diese Perfektion hat auch dann, und das gilt nicht nur für die Musik, diese Perfektion hat auch die geistige Lehre hervorgerufen. Man ist dann eben ein Fachmann des schnell und richtig Spielens, der schon wieder dem Menschen nicht an der Wiege gesungen ist. Ich predige eben aus diesem Grund das Amateurtum und ich wollte, wir hätten das zurück in den Wissenschaften. Denn was mich eigentlich schon vorzeitig so abgekühlt hat und eigentlich zwar nicht vertrieben hat aus der Wissenschaft, aber mich ja allgemein langsam hinaus komplementiert hat, ist eben dieser unglaublich zielgerichtete Perfektionismus, der ja in der Naturforschung zu nichts anderem führt als zu mehr Arbeiten. Denn wenn die Naturforschung wirklich so perfekt wäre, wie sie es macht, hätte sie jetzt ans Ende kommen sollen. Die Natur ist ja nicht unbegrenzt. Deshalb hat die Naturforschung jetzt sehr wenig mit Natur zu tun, natürlich. Sie ist eigentlich einem Naturalisten des 17. oder 18. Jahrhunderts würde das ja als ein kompletter Blödsinn erscheinen, was jetzt geschieht. Zum Beispiel? Nur zum Beispiel, dass wir uns vollkommen verdrängt haben auf die unsichtbaren Organismen. Es wird ja fast nicht mehr gearbeitet mit etwas, außer vielleicht in den zoologischen Gärten und so weiter und in naturhistorischen Museen mit ausgestopften Tieren. Es ist ja nicht mehr, die Botanik ist nicht mehr eine Botanik, die Zoologie ist nicht mehr eine Zoologie. Ich würde sagen, sogar die Bakteriologie ist nicht mehr eine Bakteriologie, sondern sie ist jetzt hauptsächlich interessiert an dem,
was man auch schon mit allen unseren Methoden fast nicht sehen kann. Also an den kleinsten Viren, an den sogenannten Archebakterien, also an den Paläobakterien, den Vorläufern der Bakterien. Oder Molekularbiologie. Ja, gut, die Molekularbiologie befasst sich mit etwas, was kein Mensch gesehen hat. Das Molekül hat man nicht gesehen. Aber ist es nicht ganz normal, Sie sagen, stete Neugier hüllt das Hirn, aber ist es nicht ganz normal, dass die Menschen diese Dimension erfassen wollen und auch erfassen müssen, ich glaube, weil es eben doch Fortschritt bringt? Ich glaube, dass sich Bevölkerungsdruck erzielt. Es gibt so viele Wissenschaftler, die Universitäten erzeugen mehr und mehr. Der Staat wird gezwungen, dem Volk wird eingeflößt, dass da etwas Gutes herauskommen wird eventuell. Und es werden immer mehr und mehr Geldmittel bewilligt und deshalb kommen mehr Leute hinein. Die Leute dürfen ja nicht arbeitslos sein, denn sie werden ja nur befördert, wenn sie Durchbrüche erzielt haben, wenn sie etwas entdeckt haben, was die Kollegen beneidenswert finden, nicht? Und so ist das eine ewige Spirale. Es ist ja komisch, wenn Sie versuchen, einen Kreis zu zeichnen, wenn Ihre Hände nicht wackeln, Ihre Finger nicht wackeln, trifft das, der Anfang des Kreises das Ende und das ist zu Ende. Dann ist es, der Kreis ist gezeichnet. Was wir jetzt tun, ist, vorgeben, einen Kreis zu zeichnen, verfehlen wir den Anschluss und machen eine dauernde Spirale und das kann ewig gehen. Einen schlechten Kreis zu zeichnen, der dann eine Spirale wird, das kann noch 1000 Jahre weitergehen. Es wird nicht. Denn in allen geistigen und sonstigen Betätigungen der Menschheit ist man zu einem Abschluss gekommen. Abschlüsse sind nicht, meistens nicht abrupt. Das Sacco di Roma war eine einmalige Sache, aber der Verfall von Rom hat sich über hunderte Jahre hinausgezogen, aber alles geht zu Ende, auch die Wissenschaft wird zu Ende gehen, in der Form, wie wir sie kennen. Sie wäre ja sonst die einzige wirklich ewige Tätigkeit der Menschen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe mir oft vorgestellt, wie wir das ausschauen. Da habe ich gesagt, man wird es ja nicht sehen, wir werden es nicht merken. Vielleicht sind wir mitten darin, es hat längst angefangen und später wird man vielleicht sagen, ja, da war dieser Esel, der Schargaff, hat es ja eigentlich schon vor 300 Jahren gesagt. Aber der Eselscharger wird vergessen. Aber nochmal zum Fortschritt und zu dem, was Sie auch dazu beigetragen haben, ob man es einen Fortschritt nennt oder nicht. Wenn Sie diese Arbeiten damals in den 40er Jahren nicht gemacht hätten, dann wäre es heute vielleicht nicht möglich, zum Beispiel Bakterien so zu manipulieren, dass sie eine bestimmte Substanz herstellen, die auf anderem Wege gar nicht zu bekommen ist, die man aber in der Medizin sehr sinnvoll einsetzen kann. Fangen bei Ihnen tatsächlich da schon die Bedenken an? Ja, aber ich würde das leugnen, ich würde Ihnen widersprechen, dass wenn ich es nicht getan hätte, es nicht in ein paar Jahren getan worden wäre. Das ist ja, wenn Sie wollen, das Positive an der Naturforschung, dass es wirklich keine unersetzlichen Naturforscher gibt. Es soweit sich Axiome oder Hypothesen oder Theorien aus der Natur oder aus den, was wir die Natur nennen, aus Naturphänomenen ergeben, sind sie nicht einmalig. Sie können sagen, dass kein anderer Komponist in der ganzen Weltgeschichte, sagen wir, Idomeneo, die Chöre aus Idomeneo hätte schreiben können. Das würde ich, dem würde ich beistimmen. Er hätte vielleicht etwas ebenso Schönes, vielleicht etwas noch Schöneres schreiben können. Er hätte das dem jungen Mozart nicht abnehmen können. Das gilt nicht für die Naturforschung. Die größten Naturforscher, ein Newton, ein Einstein und so weiter, sind unersetzlich nur per den Tag, wie es geschehen ist. Die Gravitationskraft wäre innerhalb von 10 oder 20 Jahren von wem anderen entdeckt worden. Die Realitätstheorie hätte der Herr Lorenz ein Jahr später. Und wenn Sie wollen, die Nukleinstruktur, Säurestruktur hätte ich 4 Jahre später in der Form herausbekommen. Oder jemand anders. Oder jemand anderer. Würde das heißen, kann man daraus schließen, dass Sie auch niemals so etwas wie Reue beigetragen zu haben? Nein, eine Reihe von Reihen, ich nein. Ich würde sagen, dass ich noch
die unschuldigen Naturwissenschaften gekannt haben. Das kommt vielleicht von meiner Unschuld, dass ich das glaube. Aber wir haben ja, schauen Sie, wie ich... Aber sind, Entschuldigung, wenn ich da doch ja. nochmal einhake, sind ja. Watson und Crick, die dieses Modell dann schließlich beschrieben haben ja. und praktisch den Einstieg in den praktischen Umgang mit der DNS vorbereitet haben, dann schuldiger als Sie?